Hallo. Willkommen zurück im Spaßland. Ich sag das irgendwie immer, aber es stimmt auch irgendwie immer. User joined your channel. Hi. Haben wir neuen Spaß? Ich bin gerade in der Damenabteilung angekommen. Mann, war das schon immer so dunkel hier? Eieieiei. Sah das Spiel schon immer so gut aus? Ist ja cool. Zwei Batterien übrig. Ist nicht so viel. Ja, dann schauen wir mal. Haben wir noch irgendwelche Notizen, die ich nicht gelesen habe? Das waren ja doch ein paar. Nee, alle gelesen. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Ja. Ja, da müssen wir halt mal gucken, was der Bot für Probleme hat, dass er jedes Mal gekickt wird. Aber jetzt mache ich das nicht. Ah, das Spiel sieht so schön aus. Es ist wirklich wahr. Ich habe so lange gespielt, dass ich es nicht mehr wahrgenommen habe, weil ich zu sehr in der Sonne war. Aber das Spiel sieht ja ekelhaft gut aus. Muss ich echt sagen. Irre gut. Gefällt mir. Oh. Ja. Doch zu, geht doch gar nicht. Bin das ich? Okay. Okay, hier ist auch dicht. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Bip, bip, bip. Hier immer noch so stockdunkel. Ja, schon irgendwie. Oh. Hi. Wer bist denn du? Hup. Oh. Was ist das? Also wir haben eine Notiz dazu. Das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine. Wie das Geräusch in meinem Kopf, als der Wallrider erschienen ist. Ich blinzle und ich sehe so ein Rauschen, irgend so was anderes. Etwas Öliges und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern hinabsteigt. Es sieht mich an mit Organen, die ich mir nicht vorstellen kann, aber das Geräusch kommt auch aus der Maschine. Aus in den Wänden. Ich kenne dieses Geräusch. Okay. Oh, macht bip bip. Ich habe ja so das Gefühl, ich werde langsam wahnsinnig. Aber wer kann es mir verdenken? So, hier kann ich raus. Das sieht nach einem kleinen geschlossenen Raum aus. Okay, dann schaue ich mir den an. Batterie. Ha! Yay, ich bin Plus am machen. Also ich muss sagen, entweder halte ich mich gut in Sachen Batterienmanagement oder die Anzahl an Batterien im Spiel ist sehr passend gewählt. Sie sind mir noch nicht ausgegangen, aber ich hatte auch noch nie zu viel davon.
da kriegen wir direkt wieder Angst. So. Treppenhaus war da links und mein Ziel ist im Moment, geh nach oben. Das bedeutet, ich gehe natürlich zuerst dorthin, wo ich nicht hin soll. Okay, da sind schon mal Schränke. Das ist schlecht. Wenn die da sind, brauche ich sie auch meistens. Aber schon mal merken, da hinten im Eck stehen welche. Hier auch. Hier hinten ist ein bisschen Licht. Wäsche. Wäscherei. Jetzt ist hier die Treppe. Hm, auch gut. Rum. Oh, ne, Dokumente. Auch gut. World Rider und Albträume. Eine kurze Einführung in die World Rider Mythologie für die Angestellten. Dies ist nur für unterstützende Zwecke. Blablabla. Der World Rider, auch bekannt als ein Alb, Mara oder Schrat, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, die Schlafende quält. Sie knien oder kriechen auf der Brust eines Schlafenden und drücken den Atem aus ihm heraus. Der Schlafende erwacht verängstigt, paralysiert und kurzatmig. Der Name Mara gibt uns das Wort Albtraum. Sexuelle Übergriffe durch die Dämonen sind selten, aber es ist schon vorgekommen, dass sie Milch von der Brust schlafender Frauen getrunken haben oder Blut von den Nippeln schlafender Männer. Ja. Okay. Tja. Wie hoch ist nicht? Ja, einen schönen Nippel voll Blutnuggeln ist doch genau das Richtige für einen Sonntag. Bibib. Bibib. So, nochmal Treppenhaus, nehme ich an. Oder hier. Please leave. Oh no. Oh, hi. So, ich habe mich angesperrt. Man hat es nicht gesehen. Weil ich Licht aus... Weil ich das Licht aus hatte, aber... Man hört ihn. Da ist er. Ah, da ist er. Ja, jetzt ist der Strom halt alle. Jetzt bin ich auf Sparstrom. Ich höre nichts davon, dass der Typ weg ist. Geh ich halt. Hi. Bye.
Vielleicht ist er gar nicht böse. Vielleicht hat er mich eh die ganze Zeit gesehen und spaziert einfach nur so rum. Irgendwo Strom? Da was geblinkt? Ne, das sind nur Splitter. Nach unten ist ja eigentlich gerade nicht das, was ich will, aber... Wenn's da ist, wird's entweder was bringen oder ich werd's so oder so müssen, also wir kennen die Regeln. Dort, wo du hin sollst... Sollst oder kannst du immer erst als letztes hin. Ja, ja, der Raum will mir Angst machen. Das höre ich ganz deutlich. Hallo. So, nimm das doch mal mit. Ja, Kevin steht in der Ecke. Project Paperclip. Wusste es. Microsoft steckt doch mit drin. Clippy steckt hinter allem. Nazi-Kriegsverbrechen. Paperclip. Eine Möglichkeit. Für bestimmte Dienste von Spezial... Personal aus für verschiedene Abteilungen zu erlangen, was auch immer. Project 63 ist ein Verleumdungsprogramm. Aha. Employment in the United States. Ach so, also dieses Project irgendwas ist einfach nur talentierte Leute in die USA abwerben, damit die nicht in Deutschland arbeiten. Ganz simple Sache eigentlich. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Baby, es könnte gehen. Ah. Oh, wie hübsch hier alles ist. Ich würde mich ja wohler fühlen, wenn ich mehr Batterien hätte. Ja toll, das welche Ding, wo der Schlüssel drin ist, braucht 3 Sicherungen. Was? 2 Stück? Oh, hi, übrigens. Ist okay, bleib so. Oh. Wenn ich mehr Strom hätte, würde ich nicht so sparsam mit meinem Licht umgehen. Das heißt, ich könnte... gemütlicher laufen und könnt mehr die Nerven sammeln, aber genau das will das Spiel ja nicht. Das will, dass ich, obwohl ich eigentlich gar nicht unbedingt bereit dafür bin und gar keine Lust drauf habe, treibt die Nägel rein. Trotzdem weitermache, einfach nur, weil ich sage, nee, wenn der Strom mir aus...